Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Sub Squad Builder. Heute gibt es ein BSG-Team, leider nicht ganz Snowlings Wasted. Es wäre fast soweit gewesen, allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise habe eine kleine Veränderung vorgenommen, die das Ganze dann nicht zum BSG gemacht hat. Aber naja, trotzdem an sich ein sehr interessantes Team. Wenn ihr selber interessante Teams bauen wollt und euch die Coins fehlen, schaut bei Randrun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ich kenne keinen Ort, wo es günstigere Münzen gibt und die sind momentan absolut auf dem Tiefpreis. Das heißt zuschlagen, denn jetzt lohnt es sich auf jeden Fall und damit könnt ihr mich unterstützen. Genauso wie mit dem Like auf dieses Video, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das Team kostet so um die, schlag mich durch, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall nicht so viel, ja. Der teuerste Spieler ist der Linksverteidiger und ansonsten ist das Team eigentlich wirklich relativ günstig zu haben und dafür relativ overpowered. Ich glaube, ich habe ein Spiel damit verloren, ich bin mir aber nicht mal mehr sicher. Die Statistiken sind aber falsch, weil ich zweimal rausgekickt wurde und einmal Tobi gespielt hat, aber das Tobi gespielt ist eigentlich vollkommen egal. Auf jeden Fall wurde ich zweimal rausgekickt von den Servern, von daher kann man das nicht so wirklich ernst nehmen. Aber trotzdem kann ich euch natürlich vieles zu dem Team erzählen. Wir haben auch am Ende wieder Tore, also freut euch drauf, wir starten im Tor. Und dann wir keinen aus der Football League One, sondern aus der, was mache ich hier, aus der Ligue 1, und zwar Victor Enjama oder Eliama oder wie auch immer ausgesprochen wird. Auf jeden Fall 1,82 groß, ein sehr, sehr guter Keeper, muss ich sagen. Also hat mir gut gefallen, vor allem die 90 Reflexe sind halt wirklich richtig geil. 79 Positioning, 80 Abschlag, 81 Ballsicherheit, alles top. 77 Hechten ist scheiße, weil er nur 1,82 groß ist. Akrobatisch, das heißt, im 1 gegen 1 kaum zu überwinden, aber bei Schüssen aus der Distanz oder bei Schüssen, die irgendwie in die Ecken gehen, hat er wirklich Probleme, einmal weil er klein ist und zweitens, weil er kein gutes Hechten hat. Das heißt, normalerweise Chemistry Style mit Hechten hoch oder halt einen größeren Torwart einfach hinstellen, aber ich hätte nur einen nigerianischen nehmen können, es gibt nur noch Ikeme und den wollte ich ungern benutzen, weil er silber ist und ich gerne einen Goldtorwart haben wollte. Ihr seht aber doch eine Szene gerade gesehen, wo er den Schuss hätte halten können, aber er war zu klein. Ist relativ traurig, aber man kann halt nichts dagegen machen. Kleine Keeper sind halt meistens in FIFA ein bisschen scheiße, aber er war trotzdem relativ gut, wie gesagt, vor allem im 1 gegen 1. Innenverteidigung besteht dann zum einen aus Oboa Bona. Ein sehr lustiger Name auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir Okungai. Okungai, genau. Beides Nigerianer. Der eine spielt in der türkischen Liga bei Erizespor, genau, Erizespor, und der andere bei Colchester in der Football League One, das heißt in der dritten englischen Liga. Und er ist der Grund hier, warum rechts der gute Cole Hesse steht und das Team nicht Snowlings Wasted ist. Dazu gleich mehr. Ich wollte, eigentlich stand hier Ola Yangbesi und der Rechtsverteidiger von Sandhausen, allerdings wollte ich zwei Bronzespieler haben und nicht nur einen, deswegen habe ich mich für Okungai entschieden. Und es war gut, denn er hat wirklich gut gespielt, 1,91 groß, natürlich gute Physics, wie alle irgendwie ein bisschen älteren Bronze-Innenverteidiger, die schwarz sind. Es ist einfach wirklich so, Mittelarbeitsraten sind vollkommen in Ordnung und ja, Tempo war auch auf jeden Fall gut. Ist nicht irgendwie negativ aufgefallen, von daher wirklich ein guter Innenverteidiger für seine Ratings. Auf der anderen Seite Oboa Bona ist halt sehr schnell mit 76 Tempo, ist klar zu gering. Hohe Arbeitsraten, ein 86 groß, sehr, sehr gute Werte. 4600 Coins kostet der zweitteuerste Spieler in diesem Team. 76 Tempo, dazu halt 77 Physics, 71 Defending. Kannst du nichts mit falsch machen und einer der besten Silberinnenverteidiger in der türkischen Liga. Vor allem, wenn man einen Spieler verlinken möchte, und zwar den Linksverteidiger, und das ist Taye Taivo. Deswegen kommen wir gleich erstmal zu Cole Hesse oder Chloe Hesse, wie auch immer. Eine Vorlage gemacht. Kein besonders krasser Spieler, muss ich sagen. Also ist unauffällig, aber er macht seinen Job. Von daher, die Außenverteidiger sind für mich ja nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist er sehr wichtig, und zwar Taye Taivo habe ich halt benutzt, weil er der meistgelikte Spieler auf Footer ist. 81 Tempo, 71 Defending, 81 Physics. Dazu natürlich noch 69 Passen, 62 Shooting, 90 Schusskraft und 65 Dribbling. Mittelarbeitsraten 1,83 groß. Ist ein absolutes Monster von dem Spieler, vor allem defensiv richtig stark, vor allem auch in der Körperstärke. Früher die Goldkarte war absolut monströs, vor allem der Schuss auf dieser Karte ist der Schuss auch gut, aber leider meines Erachtens nach ein bisschen zu kraftvoll fast schon. Ich habe ihm Chemistry Style gegeben mit plus 3 Shooting nochmal und naja, seine Bälle sind halt immer relativ hoch, kommen zwar teilweise, sind wirklich sehr gefährlich, auch so, vor allem seine Freischüsse sind auch gut, aber naja. Meistens sind die Schüsse halt zu kraftvoll und gehen dann übers Tor. Trotzdem auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Spieler und zu Recht einer der meistgelikten, denn er ist einfach eine absolute FIFA-Legende. Zentrales Mittelfeld haben wir dann zwei Engländer, und zwar einmal Jack Wilshere und auf der anderen Seite haben wir Johnson. Und naja, ihr könnt es wahrscheinlich auch schon denken, auf der rechten Seite haben wir Oxlade Chamberlain, das ist nämlich Snowlings Wasted fast gewesen, wie gesagt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Nathan Redmond. Ja, ich hätte hier beispielsweise Reus, Bender, Selalem und Gnabry hinstellen können oder sonst wen, dann wäre das Ganze auch hier Snowlings Wasted gewesen, aber ich wollte halt wie gesagt gerne Wilshere und Oxlade-Chamberlain haben, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber Oxlade-Chamberlain wollte ich haben, weil der einen geilen Longshot hat und weil er allgemein einen guten Schuss hat und ich ihn sehr mag, in Realität ein Tor gemacht, eine Vorlage, ich glaube sogar zwei Tore gemacht, bin mir nicht mehr ganz sicher, hat halt den doofen Link zu Cole Hesse, sonst wäre das Ganze Snowlings Wasted, aber naja, lieber zwei Bronzespieler als einen Silberspieler noch mehr und dann ist es quasi komplettes Silberteam. Wilshere im Mittelfeld, sehr solide Mittel-Mittel-Arbeitsraten dazu, 76 Tempo, 84 Dribbling, 81 Passen, ein bisschen offensiv stärker als defensiv, auch defensiv hat er seinen Job gemacht, hat ein Tor gemacht,
Sein Schuss nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich ihn irgendwie stärker in Erinnerung. Aber trotzdem auf jeden Fall ein guter Spieler. Für viele ist er überbewertet. Für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich ihn sehr mag. Und genauso wie Oxlade Chamberlain mit seinen Forster-Skills eine absolute gute Wahl, wenn man irgendwie ein Premier League-Team hat oder Engländer braucht. Auf der anderen zentralen Mittelfeldposition haben wir Bradley Johnson von Norwich City. Hat kein Tor gemacht, aber eine Torvorlage immerhin gegeben. Hat richtig gute Werte, wenn man sich die Ingame-Stats mal anschaut. Hat 87 Schusskraft, gute Longshots und so weiter und so fort. Leider Gottes habe ich nicht gecheckt, dass er Linksfuß ist und deswegen teilweise mit rechts geschossen. Deswegen sind seine Schüsse manchmal halt ein bisschen ungefährlich gekommen und ich war nicht so ganz begeistert von ihm. Als ich das dann gesehen habe und mit links geschossen habe, wurden die Schüsse immer gefährlicher und immer besser. Aber so wirklich krass war es immer noch nicht. Trotzdem auf jeden Fall ein guter Spieler, den man weiterempfehlen kann, wenn man irgendwie einen englischen Silberspieler braucht. Mit dem Perfect Link, dann hat man da auf jeden Fall eine gute Wahl, denn auf der linken Seite haben wir Redmond, der hat ich glaube sogar zwei Tore gemacht, 3800 Coins gekostet, 4-Star-Skill, 87 Tempo, 77 Dribbling, 66 Shooting, 67 Passen, sehr solide Werte, hohe Mittelarbeitsraten, das heißt, kann man auch als Flügelspieler spielen, ist gerade mal 20 Jahre alt und hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben in Realität und in FIFA, sieht das jetzt schon ganz gut aus, mal sehen, was die Zukunft dann noch bringt, mit einem Chemistry-Style, der Shooting erhöht, ist das wirklich eine gute Karte und kann man sich absolut nicht drüber beschweren. Wir kommen zum Stürmer-Duo und das ist ein Perfect Link mal wieder und zwar aus einem der besten Stürmer in ganz Ultimate Team. Mittelstürmer ist Chermiti und im Sturm ist dann logischerweise Yassin Chikawi. Nicht Cherchi, sondern Chikawi. Da hat der Name mit dem C angefangen, das hat mich verwirrt. So, erstmal zu Chermiti, hat im ersten Spiel direkt mal zwei Vorlagen gemacht, ansonsten zwei Tore und nochmal zwei Vorlagen gemacht. Forster Skill, hochgeringe Arbeitsraten, 78 Tempo, 73 Dribbling, 69 Shooting. Sind gute Werte, kann man sich nicht drüber beschweren. Vor allem relativ kopfballstark, was mich überrascht hat. Ich merke gerade, er ist teurer als und als Redmond auch. Das ist komisch. Aber das liegt daran, dass er einfach der Perfect Link zu Chikawi ist. Auf jeden Fall ein guter Spieler. Normalerweise benutzt man ihn nur als Chemiehure, aber er ist auch so ganz gut. Von daher auf jeden Fall, mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie ein Skiller-Team habt oder Skiller-Team haben wollt mit Chikawi. Lohnt sich das auf jeden Fall. Vor allem, weil Chikawi halt ein absolutes Monster ist. Hat, glaube ich, auch 10 Tore gemacht oder sowas. Wie gesagt, zwei Spiele sind abgebrochen. 5-Star-Skills und Weakfoot, der einzige Spieler außer Neymar, der das hat, kostet nur 800 Coins. Hat scheiß Nation und scheiß Liga, aber dafür 84 Tempo, 86 Dribbling, 73 Shooting und 80 passen, 70 Physics, 1,89 groß, quasi der Zlatan Ibrahimovic der Schweizer Liga, beziehungsweise von Tunesien und er ist einfach ein mega cooler Spieler, ich mag den total gerne, letztes Jahr mochte ich ihn schon, vorletztes Jahr mochte ich ihn und dieses Jahr mag ich ihn auch einfach wieder richtig gerne, einfach weil der ein richtiges Monster ist, hat ein Rabona-Tor gemacht, das hat Tobi geschossen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht live aufgenommen, weil es halt so war, ich habe Tobi halt spielen lassen, nicht aufgenommen währenddessen, aber ich blende es euch hier jetzt gerade mal ein, das war wirklich richtig, richtig krass und auf jeden Fall ein Spieler, mit dem man viel Spaß haben kann und der aufgrund seiner Five-Star-Skills absolut außergewöhnlich ist. Mit der Körpergröße, der Agilität läuft auf jeden Fall richtig bei ihm. Gut, das war's von diesem Team. Ich hoffe, euch gefällt. Ich hoffe, euch gefallen die Tore, die gleich hinterhergeschaltet werden. Wenn ja, lasst auch einen Daumen nach oben auf das Video da, wie bereits erwähnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao. I don't wanna keep this up.